Moin Moin und willkommen zu Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ich möchte mit euch heute Metal Gear Solid 5 spielen und wir spielen die Ground Zeroes Version. Phantom Pain kommt ja wahrscheinlich erst aller Voraussicht 2015. Aber wir haben Ground Zeroes zur Verfügung. Wir spielen das Ganze auf der PlayStation 4, was mit die beste Grafik sein wird, was man so aus dem Spiel herauskitzeln kann, würde ich behaupten, da das Ganze ja leider nicht für den PC kommt. Naja, so, auf jeden Fall werde ich jetzt die Speicherdaten brüten. Er verbindet uns noch mit dem Server, das heißt, wir haben die Online-Funktionen mit dabei. Es gibt leider keinen Koop oder irgendwelche Multiplayer-Gefechte. Eigentlich wäre es sehr cool gewesen, wenn sie hier den Multiplayer eingebaut haben, den sie auch damals eingebaut haben. Ich glaube, bei der PlayStation 3-Version war das. Da gab es nämlich auch einen Metal Gear-Multiplayer irgendwo mal. Der soll sogar relativ gut gewesen sein. Habe ich leider nie gespielt. Ja. Ansonsten hat man hier dann noch die Möglichkeit, mehrere Optionen einzustellen. Da werde ich ja jetzt auch nicht groß dran rumstellen. Hier gibt es Kassetten. Was sind Kassetten? Ah, ich glaube, das sind irgendwelche Sachen, die man entfinden kann. Und dann gibt es verschiedene Missions. Guck mal, hier gibt es Missionstipps, die man sich abspielen kann, oder was? This is a one-man infiltration mission, boss. Equipment is the bare essentials. Anything else will be OSP. The target location is a prison camp. Okay, das ist, müssen wir jetzt selber gar nicht wissen, oder? Ich denke nicht. Das kann man sich vielleicht später dann nochmal angucken. Ansonsten das Handbuch, das interessiert uns auch nicht so. Gut, die Hintergrundinfos, für euch vielleicht interessant zu wissen, für die sich gar nicht mit Metal Gear auskennen, klar, hier sitzt Snake. Die Frage ist natürlich, inwieweit hier die Story so eingebaut wurde. Okay, für uns gibt es keinen Sieg, Snake. Also hier wird schon ein bisschen erklärt, worum es auch geht, um die Leute. Und ja, das kann man sich vielleicht später nochmal angucken. Wir starten jetzt, denke ich, einfach mal ein Spiel. Da wird ja ein bisschen hoffentlich auch was erklärt zu den Leuten. Wie gesagt, ich war ein großer Fan von Metal Gear 1, was ich durchgespielt habe. 2 fand ich auch noch relativ gut. Das habe ich auch noch für PS Vita mit dem Bundle. Ich glaube noch für 3. Und dann habe ich den Teil auf der PlayStation 3 gespielt. Das müsste dann, glaube ich, sogar schon 4 gewesen sein. Da bin ich aber, glaube ich, nicht durchgekommen. Aber wir starten jetzt mit Ground Zeroes. Ich bin mal gespannt und wir machen einfach ein neues Spiel. So, wir haben die Möglichkeit zwischen normal, extrem lässt sich nicht auswählen. Okay, dann bleiben wir auch bei normal. So, und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Aufgaben. Und fangen natürlich an mit Ground Zeroes, der ersten Mission. Rette Chico und Patz aus einem US-Gefängniskomplex und bringt sie zurück zur Mother Base. Verlasse danach das Missionsgebiet per Helikopter. Okay, das heißt, wir müssen Chico und Patz retten und zum Helikopter bringen. Klingt einfach. Und dann starten wir das Ganze auch einfach mal. Bin mal gespannt, wo Snake jetzt rausspringen wird. Oh, guck mal. Als die Welt noch in West und Ost unterteilt war, lief The Boss, Mutter der Spezialeinheit und Heldin des Zweiten Weltkriegs zur Sowjetunion über. Ansonsten, ihr letzter Schüler Naked Snake tötete sie auf Befehl der US-Regierung, aber für The Boss war ihr Überlauf nichts weiter als eine Finte. Sie wurde dazu gezwungen, sich selbst zu opfern, um einen Atomkrieg zu verhindern. Dies war ihre letzte Mission. The Boss benutzte Snake, um sicherzustellen, dass das Erbe der Philosophen, die unter der Kontrolle der Sowjetarmee stehenden unglaublichen Militärmittel Amerika erreichen. Für diese herausragende Leistung wurde Snake, wurde Snake der Titel Big Boss zugesprochen. Okay, Snake, also jetzt auch bekannt unter Big Boss. Für mich ist er immer noch Snake. Nachdem er sich von Amerika abgewandt hatte, begann Snake mit Hilfe von Kazuhira Miller, einen Mann, der in einem Kriegsgebiet kennengelernt hatte, Soldaten zu rekrutieren. Im Jahr 1974 erreichten die beiden eine Geheimbasis in der Karibik. Snakes Privatarmee wuchs weiter an, bis sie gezwungen waren, sich eine Nuklearwaffe als Abschreckung zuzulegen. In der Zwischenzeit nutzte Major Zero, der Mann, der einst mit Snake der Spezialeinheit Fox aufgestellt hatte, das Erbe der Philosophen, um seine Geheimnisorganisation Cypher zu erweitern und bis weit in die Vereinigten Staaten hinein vorzudringen. Okay. Ohne eigenes Militär wollte Zero sich wieder seinen Kameraden Snake anschließen und schickte seine Agenten Pass und Kontakt, um Kontakt herzustellen. Pass versuchte den lauffähigen Nuklearpanzer, was? Wieso blättert der mal von alleine rum? Das macht mich voll kirre. Und jetzt bin ich irgendwie bei den Tipps. Wie komme ich wieder zurück? Wieso sehe ich jetzt nur noch Tipps? Okay. Das ist natürlich super. Sonst werde ich nochmal ganz weit nach links scrollen, dann komme ich vielleicht nochmal bei den anderen Sachen an.
Das sind jetzt Unmengen von Tipps, die man sich durchlesen könnte. Aber die Story ist vorbei. Auf jeden Fall hat der jetzt Pass losgeschickt. Die wurde jetzt wahrscheinlich irgendwie übertölpelt und wir müssen sie jetzt retten. Davon gehe ich einfach mal aus. Und dann geht's los. Ja, ist da Gras dann schon rumgewuselt. Also die Effekte, wie diese Mantel wackeln und wie das Gras sich bewegt im Wind, das sieht schon mal sehr geil aus. Guck mal, da oben diese Planen. Aua, meine Augen. Was macht er jetzt? Die Spiegelung in seinem Glas. He told us everything. Don't worry, I kept my word. He didn't suffer long. Here. You earned it. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Aber Mathe, er ist in seiner Brust stecken. Give my regards to your boss when you get home. Wehe, Gima macht da dann was in Griechenland. Übrigens, die Metal Gear, falls ihr noch gar kein Metal Gear irgendwoher gesehen habt oder so und die Story mit, damit gar nicht vertraut seid, das ist nicht ganz so schlimm. Metal Gear ist von... Warte mal. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved, bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Okay, sie wollen hier auf ihre Seite ziehen. Was ich eigentlich sagen wollte, das ist nicht ganz so schlimm, wenn ihr Metal Gear die Story nicht hundertprozentig durchblickt. Lasst es einfach auf euch wirken, weil die Story von Metal Gear ist, so cool sie manchmal auch ist,
manchmal auch einfach völlig verwirrend und man denkt sich auch, selbst wenn man alle Teile kennt, nur noch, na fuck, was sag ich hier los? Also lasst es einfach auf euch wirken, das ist japanische Storytelling. Ja, wer JRPGs kennt, der weiß, was einen da so manchmal so ein bisschen erwartet. Mir gefällt's. Wow. Trojan Horse ist in. Ein bisschen abgebranntes Gesicht. Skullface. Kommando der XOF. Identität unbekannt. Doch, er ist Skullface. Noch ein kleiner Hinweis, Metal Gear ist das Spiel mit den längsten Zwischensequenzen, glaube ich. Ich glaube, im vierten Teil habe ich mir sagen lassen, soweit habe ich dann nicht gespielt, gegen Ende kommt bei Metal Gear 4 eine Zwischensequenz, die geht irgendwie an die 40 Minuten lang. Also genießt das Schauspiel einfach. So, who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring them back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Okay, sie gehen jetzt aus der XOF raus und verziehen sich da. Fox, Snake. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Mit von Kiefer Sutherland gesprochen. Kennt ihr vielleicht von 24? Nur die deutsche Stimme kennt ihr wahrscheinlich nicht. Kojima das Spiel gemacht. Ist ziemlich bekannt geworden durch Metal Gear. Chico and Paz are being held in an old unused part of the compound. Get inside and head northeast. Yeah, ich darf zum ersten Mal spielen. Wie lange hat es jetzt gedauert? 10 Minuten? Okay, man kann sich also Tipps holen, nämlich F1 drücken. Your binoculars are equipped with a directional microphone. You should be able to listen in on whatever they're pointed at. Aber wie kann man hier zoomen? Ah, guck mal hier. Ah, den Tasten. Da oben ist auch einer. Kann man nicht auch irgendwie markieren? Ja. Das
kann übrigens auch alles, wie gesagt, ausmachen, wenn man es ultra hardcore spielen will. Und einem das gefällt. Ich gucke mich hier aber lieber noch ein bisschen um. Da oben ist noch einer. Können wir uns auch nochmal markieren. Bleiben die eigentlich für immer markiert oder nur eine bestimmte Zeit lang? So, gucken wir uns am besten nochmal um, weil Scouting ist so das Wichtigste bei Sachen, wenn man irgendwo einbrechen will oder überhaupt irgendwo reinkommen will. Ist nur die Frage, wo gehen wir überhaupt rein? Ich glaube, das können wir ja relativ frei entscheiden. Ah! Jetzt geht er hoch. Boss, what happened? Ich dachte, X wäre hochklettert, aber X ist fallen lassen. Guck mal, wie lange es gedauert hat, bis ich das Herz war. Oh, jetzt kommt. Ey, jetzt nicht X drücken. Dreieck? Dreieck ist es. Oh Mann, ey. Ja, komm, jetzt markiere sie nochmal. Pro. Naja, man muss das ja ausprobieren, was passiert, wenn man eine Brücke, eine Klippe runterspringt. Achso, ich muss extra Pause machen, damit ich mir die Controls angucken kann. Ah, guck mal, oh. Die Navigationskarte ist ja richtig pornös. Walkman, um Kassetten abzuspielen. Navigation. Warte mal, was war denn jetzt aber das Menü zu meiner Kamera? Oh, der Gott, ey. Die Steuerung. Nee, das ist der Share-Button. Das hier ist das Pause-Menü. Okay, dann, ich dachte, er wird mir die Steuerung jetzt noch erklären. Steuerungstyp. Kann ich mal gucken. Dreieck interagieren. Kreis nachladen. X-Haltung ändern. Viereck schnell ducken. Kamera. iDroid. Oh, die haben das echt iDroid genannt. Oh, Mann. Pause. Waffe, Ausrüstung, Unterstützung. Ja, okay, das ist relativ klar. Das ist eigentlich nichts groß anderes. L1 ist Funk. Was? Ich muss meine Waffe entsichern sogar. Angriff CQC, Close Combat. Okay, Fernglas halten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn wir das alles behalten können, wer weiß. Wie werfe ich mich jetzt hin? Ah, guck mal, Viereck. Hui. Was haben wir eigentlich hier alles? Schalldämpfer ist ein, ja, warum auch nicht? Was haben wir hier noch? Oh. Wu leise Pistole, eine Handwaffe mit integrierten Schalldämpfer zur Betäubung mit nur einem Schuss. Okay, hier kann man Leute betäuben, hier kann man auch einfach Granaten werfen und da völlig amok reinlaufen. Nachtsichtgerät. Ah, okay. Aber brauchen wir gerade nicht, oder? Nö. So dunkel ist es hier gar nicht. Warte, was macht der eigentlich mit seinem Scheinwerfer? Oh Gott, der Scheinwerferlicht kommt gerade. No, zurück, zurück. Oder? Oh, oh, oh. Oh. Bedeutet das, er hat mich jetzt schon gesehen? Ne, ich hatte noch Zeit, mich zu verstecken. Oder sucht er jetzt echt nach mir? Warum heißt Snake eigentlich Snake? Jetzt wisst ihr, warum es Snake Snake heißt. So, jetzt aber immer noch die Frage, wie kommen wir hier rein? Ich steh mal wieder auf. Was ist hier eigentlich der Rennbutton? Das ist der... Nein. Das kriegen wir schon hin. Oder sollen wir ihn da oben einfach abknallen? Probieren wir das mal aus, warte mal. Magazine? Leuchtgranaten? Nein. Hier, so. Ja, jetzt will ich trotzdem mal wissen, wie ich hier... Ah, Kreis. Kreis sprinte ich. Okay, okay. Ja, hör auf zu sprinten, ist wieder alles gut. Warte mal, jetzt lassen wir nämlich den Scheinwerfer da lang gehen. So, jetzt sprint, 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 sprint. Sprint doch, jetzt sprintet er nicht mehr. Wieso sprintet er jetzt nicht mehr? Gott, dem hat er doch auf Kreis gesprintet. Müssen wir jetzt langsam machen oder hört er uns nicht? R2! Und jetzt, L1, kann man mit dem reden? Ruf sie? Nein! Oh nein!
Oh! Oh! Ah, mit R2 kann man ihn ohnmächtig hauen. Guck mal, hier liegt jetzt eine Waffe. Kann man die aufnehmen? Ja. Ah, die kann man aber nur tauschen gegen sein eigenes. Okay, wie gesagt, erstmal mit der Steuerung klarkommen. Die ist gar nicht so einfach. Kann man das ausmachen? Oder kann man hier einfach, einfach mal rumgucken? Irgendwie hat er aber keine Leute hergeholt, oder? Ah, okay. Aber cool, cool zu wissen. Okay, wir müssen aber hier anscheinend rein. Ich glaube, es gibt gar keinen großen anderen Weg. Es war doch groß angedeutet von alles Open World jetzt. Wir können 1000 Wege gehen. Aber irgendwie knacken wir jetzt aber erstmal das Schloss. Ja. Mach's auf. Nach Osten. Boah, iDroid. Ey, wieso haben die das echt iDroid genannt? Das ist doch echt bescheuert. Oh, warte. Oh, oh. Kommt was. Kann ich eigentlich so weit da hochschießen? Das würde mich mal interessieren, ob ich den Typen da oben holen kann. Komm. Warte, der fährt jetzt hier vorbei. Lass ihn erstmal vorbeifahren. Man kann auch selbst damit fahren. Aber mal in der Mission gesehen. Ich habe nämlich schon ein Video gesehen, wo die das schon mal grob gezeigt haben, was hier abgeht. Boah, das sieht aber ziemlich ungenau aus. Ich weiß nicht, ob der trifft. Nope. Aber ich meine, man kann sie auch eigentlich ignorieren, wenn sie nicht viel machen, oder? Warte. Es leuchtet ja nämlich gerade genau auf mich zu. Und jetzt leuchtet er wieder weg. Wieso ist Viereckes hinschmeißen? Aber was ist denn jetzt nochmal sprinten? Oder muss ich dafür in eine andere Haltung gehen? Aufstehen. Oh. Was? Eigentlich kann man kurz einen Blick machen. So. Hey! Wieso fällt der nicht um? Hallo? Ich denke, das ist eine Einschränkung. Oh, jetzt. Oh Gott, es dauert einfach nur eine Zeit, oder was? Oh Gott, aber jetzt kommt da gerade jemand. Oder? Wo kommt das Auto? Nein, nicht hinlegen. Nimm ihn mit. Oh Gott. Ja, hab ich nicht gesehen. Gut. Jetzt nehmen wir ihn erstmal mit und bringen ihn irgendwo hier. Und hoffentlich keiner. Oh, guck mal, da vorne. Oh, da vorne sind schon wieder welche. Dann legen wir jetzt einfach mal hier hin. Welche Taste ist ablegen? X? Ah. Ah, okay. Verstanden. Kann man sich jetzt auch hier irgendwie um die Seiten lehnen oder so? Ah, nee, ja, okay, muss man einfach nur dagegen laufen. Diese Scheinwerfer. Oder L-Angriff aus der Deckung. Was passiert da? Verstehe ich nicht. Schießt er da auch nur daraus? So, jetzt sind da nämlich zwei. Wo müssen wir jetzt noch genau hin? Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Hey, ich höre über die speziellen Schiffe, die Guys haben in der alten Prison-Area in den letzten Wochen gepolt. Ja, so ein High-Value-Prison. Kann man hier rüber klettern? Na, man kann hier aber nicht komplett rüber. Habe ich schon gedacht. Meint ihr, die sehen mich jetzt so ganz? Jetzt, sie würde mich auf jeden Fall sehen. Warte mal. Er kommt jetzt auf uns zu. Dann laufen wir jetzt einfach im Bogen und dann hole ich erstmal ihn ausschalten, der da vorne ist. Oh. Oh, oh. Das war ein bisschen laut, oder? Kommt der andere Typ eigentlich hier um die Ecke? Nee, der geht jetzt da raus.
Oh, guck mal, der kommt auch voll auf uns zu. Wie war das? L2 und R2? Lol, daneben. Ah! Aua. Okay, das war... nicht unbedingt gut! Leg dich doch nicht hin, steh auf! Okay, jetzt nehmen wir einfach... unsere Waffe. Wir nehmen unsere Waffe! Diese Steuerung macht mich wahnsinnig! Und steh auf. Irgendwie mit Kreis tut er nur nachladen, aber nicht sprinten. Ist egal, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Bis jetzt haben die uns ja noch nicht viel getan. Oh! Ach guck mal, hier kann man trotzdem rübersteigen. Hat er das überlebt? Sieht ganz so aus. Au, au, au. Au, au, au. Duck dich! Wo will er hin? Aua. Kommt irgendwie vor uns einer. Nachladen. Wie lange muss man jetzt warten, bis der Alarm weg ist? Oh, guck mal, wie viel da kommt. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder entkommen. Oh, oh. Irgendwas sieht uns da gleich. Man muss echt reinkommen in die Steuerung. Die ist echt komisch. Also langsam. Oh Gott, der Typ sieht uns, glaube ich, gleich, oder? Ne, wir entkommen. Ich laufe jetzt nämlich einfach mal einen Bogen dorthin. Vielleicht gar nicht so bescheuert. Hier sind aber auf einmal so viele Leute. Das habe ich die jetzt alle aufgeschreckt? Oder waren die vorher schon da? Das ist meine Frage gerade. Hey, ich will immer mit L1 meine Waffen wechseln. War das nicht früher mit L1? Die Waffen wechseln? Nicht mit dem komischen Steuerkreuz? Ich meine, man hat mit L1 das Menü aufgerufen und dann mit dem Steuerkreuz durchgescrollt. Das ist so verwirrend, wenn die Kamera... Warte, kann man bestimmt umstellen. Die Steuerung auf Oldschool. Oder auch nicht. Oder, Optionen. Steuerung, Optionen. Nein. Steuerungstyp. Action. Nee, L1 bleibt immer Funk. Shooter-Stil. Was ist denn Shooter-Stil? Wie wird sich das denn spielen? Schnell ducken. Na, ich bleibe einfach bei dem Standard. Aber wo ist denn jetzt hier... Sprinten. Gibt es gar nicht. Schnell ducken. Dreieck interagieren. Oder halt, da war irgendwas. Da war irgendwas. Irgendwas habe ich da gerade gesehen. Sprinten. Ah, Sprinten ist L3 runterdrücken. Okay. Das muss mir ja auch erstmal jemand sagen. Stay alert. You're not out of the woods yet. Na, da oben ist gar keine. Mal gucken, wie wir jetzt hier nämlich reinkommen werden. Oh, da kommt wer, da kommt wer, da kommt wer, da kommt wer. Kommt der auf mich zu? Oh ja, oh ja. Warum kommt er auf mich zu? Was will der von mir? Wieso, wieso, wieso? Was will der hier? Da kommt aber auch keiner. Warte mal, treffen wir den von hier? Nee, oder oh, sind aber auch mehrere. Okay, jetzt brechen sie die Suche ab. Können wir jetzt einfach mal hier drin verstecken? Oder hat mich jetzt schon wieder gesehen? Aber von wo bitte?
Nö, alles gut. Aber warte, der gerade Mutter! Ich wollte schon sagen, what the fuck, und dann wäre ich wieder gesehen, oder was? Aber er verzieht sich jetzt auf jeden Fall. Achso, ich glaube, wir hatten den toten Typen gefunden. Ah, das ist schon ein bisschen her. Aber ich gehe jetzt hier einfach langsam vor. Und duck mich hier drunter. Eigentlich wollte ich auch mal gucken, wie weit man kommt, indem man sich durchschießt. Weil ich eigentlich nicht so der große Schleichtyp-Spieler bin. Aber momentan macht es mir sogar gerade Spaß. Zumindest ein bisschen zu versuchen. Boah, es sind ja viele, ey. Ich glaube, die aufzuschrecken war echt keine gute Idee, weil die jetzt alle voll Amok laufen hier. Aber irgendwie wiederholen sich die Funksprüche die ganze Zeit. Ah, kann man mal erklären, warum auf L1 dieser komische Funk ist? Das ist irgendwie voll der verschwendete Taste. Meiner Meinung nach. Wo ist der Kerl, der jetzt vor mir war? Den würde ich gerne noch markieren. Okay. Langsam vor, langsam. Langsam vor. Gehen wir erstmal hinter die Kisten. Ich schleichen uns das erstmal außen rum, gucken, was da ist. So, kommt man hier rein überhaupt? Ich suche nämlich irgendwie jetzt einen alternativen Weg, außer irgendwie über den Eingang, den wir rechts gesehen haben. Weil der erscheint mir irgendwie nicht ganz so intelligent. Ich könnte natürlich jetzt noch da hochgehen. Aber ich glaube nicht, dass ich davon da hoch reinspringen kann. Das wäre ein bisschen bescheuert. Oh, oh, oh. Irgendwer sieht mich da gleich. Aber von wo? Wo? Ich gucke mir einfach die Lage sonst von oben einmal an. Oh Gott, da sieht mich gleich wieder. Das ist ein Searchlight. Das sollte perfekt sein, um die Targets zu suchen. Können mich hier hinter gar nicht sehen, oder ist das nur eine Anzeige, wie nah die an mir dran sind? Guck mal, die gehen jetzt da, die machen gerade die Tür auf. Was machen die denn jetzt? Oh Gott, die kommen hier lang. Die kommen hier lang. Scheiße. Aber die kommen hier, glaube ich, nicht hoch, oder? Oh Gott, bitte bleibt da unten. Oh, jetzt ist wieder alles normal. Jetzt. Wo die mich wieder fast gefunden haben. Nein! Oh Gott. Wir werden die Leiche hundertprozentig finden. Ich muss da runter. Scheiße, 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 scheiße. Ja, Ziel, Ziel, Ziel. Oh, Kacke, ey. Kacke! Kacke, Kacke, Kacke! Egal. Dann machen wir jetzt halt die Hammer-Mission. Die Hammer-Methode. Weil dich, Snake. Oh, der hat den Kaktus weggeschossen. Oh, die Tür ist sogar offen. Go, 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 go. Jetzt mach auf. Oh Gott, da braucht er ganz schön lange. Alles gut, ist offen. Kommt da noch wer? Er hebt ihn auf. Bei ihm müssen wir ja gar nicht rausnehmen, oder was? Er ist doch gar nicht unsere Zielperson. Legen wir ihn einfach mal hier ab. Oder müssen wir ihn auch mitnehmen? Aua, aua. Aua, aua.
Fickt mich, Leute. Wieso ist da eigentlich kein Schalldämpfer mehr drauf? Habe ich den Aussehen abgeschraubt? Oh, jetzt ist es natürlich... Okay, dann muss ich mir jetzt eh irgendwo verkriechen. Das ist nur die Frage, wo gerade hier. Ich glaube, ich muss hier raus aus dem Lager, sonst habe ich ein Problem. Aua. Hm, jetzt werden wir uns hier irgendwo verstecken müssen. Tschüss. Kann man sich hier so an die Klippe hängen? Oh, ich habe Angst, dass wenn ich jetzt an die Klippe gehe, dass ich da komplett runterpurze. Ducken wir uns jetzt hier einfach mal. Oh, was schießen die? Hallo? Komm raus! Wie bescheuert sind die? Oh Gott, oh. Oh, was schießen die? Ich habe ein bisschen Angst, dass die mich gleich sehen. Oh, die werfen sogar eine Granate. Was machen die denn da? Haben die mich da zuletzt gesehen oder warum? Nein, jetzt... oh nein, die sehen mich hundertprozentig hier gleich. Das ist schon, die sind, das ist schon ein bisschen... Da, was habe ich gesagt? Gleich sehen sie mich. Aua, aua. Jetzt zieh dich. Okay. Dann heil dich mal. Oh, der hat ein Heilung... Oh Gott, was ist denn jetzt so die Muss? Der hat ein Heilungsspray, das ist schon cool. Wo können mich jetzt am besten verstecken? Oh, nicht da runter. Duck dich. Dann müssen wir uns jetzt hier einfach mal ein bisschen Zeit verbringen. Ah, jetzt kann ich Kontakt mit dem Ziel aufnehmen. Okay, komm. Beeil dich. Wo ist jetzt das Ziel? Ah, ich glaube, das ist einfach irgendwer. Ich weiß nicht genau, wer. Oder was soll ich jetzt hier machen? Ich könnte theoretisch alle aufschließen. Doch, das ist er, glaube ich. Das muss er sein, ja. I got Chico. And Boss? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Oh. Not gonna happen. You'll have to carry him out there. Okay, Boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him once he's calmed down. Okay, dann nehmen wir Chico mit. The RV on your map. Okay, now carry Chico there. Boah, ich hoffe, uns sieht uns jetzt hier keiner.
Ich kann euch nicht alle mitnehmen, tut mir leid. Hier vielleicht lieber so ein bisschen unten, dann kann man hier unten an der Küste lang herkommen. Oh Gott. Vorne oben sind schon wieder welche. Oh, ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht lang. Doch, er kommt hier runter. Bewegen uns jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtig. Oh, jetzt muss der da in sein Häuschen reingehen, oder was? Das hättest du auch vorher die ganze Zeit machen können. Das muss... Leute, er weint gerade. Oh Gott, das ist laut. Oh Gott, der kommt doch jetzt nicht hier runter, oder? Willst du mich verarschen? Der kommt nicht hier runter. Chico, sei bitte still. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, ich werde kein Spezialagent. Ja, das kannst du hier machen. Nicht knapp. Ist das hier keine Safe Position? Oha, kommen jetzt hier alle runter? Oh Mann, das Ding hat... Ich habe irgendwann mal die Waffe gewechselt. Nee, der steht sogar mit Schalldämpfer. Aber ich glaube, wir können uns hier ganz gut verstecken. Dass der Typ da auch unbedingt jetzt in seinem Häuschen da hingehen musste. Hätte er natürlich noch stundenlang warten können. Ja, hätte ich jetzt nicht warten müssen, ne? Ich glaube, man muss in dieser Reaktionssekunde dem ins in den Kopf schießen, ansonsten... Oh Gott, da kommt doch nicht jetzt gerade wer hier runter. Ja. Und wie mache ich das mit dem tollen iDroid? Hallo? Da. Okay. Man redet sogar Spanisch. Wo bleibt der denn? Ey, ich bleibe jetzt hier drin. Ey. Das ist Schwachsinn, da rauszugehen. Bleibt der Chopper? Oder muss ich jetzt da ein bisschen näher rangehen? Glaube ich nicht. Ich muss auf den warten. Da kommt er, ich höre ihn schon. Richtiger Kampfhubschrauber, ganz unauffällig. Total unauffällig. Ja, ich bin auch da. Kreis? Ah ja. Hier fällt eine Kassette raus. Oh, das iDroid kann sogar Kassetten abspielen. Das ist echt schon cool.
on your feet. Okay. Chica was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. I hear vehicles. And a flag. Must be near the heliport. Tape on record while he was being moved. Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Irgendwie kommt der Typ mir gerade ein bisschen zu nah. Deshalb möchte ich gerne auf die Karte gucken. Oh Gott. Ist der Typ da gerade wieder? Wir hatten hier Help, Help, Help gerufen. Hubschrauberlandeplatz und Flagge. Guck mal, die fahren gerade weg. Ich glaube, den muss ich hinterher. Siehst du? Gott, ich hoffe, der Typ sieht mich da nicht. Sieht aber noch gut aus. Ich glaube, ich weiß jetzt mal. Ja, gerade eben gespeichert. Ich denke, da er speichert schon wieder. Okay. Das ist das Zeichen für mich, erstmal Pause zu machen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Metal Gear Teil. Und ja, mittlerweile komme ich einigermaßen mit der Steuerung zurecht. Es wird, denke ich, besser. Und ja, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, es macht euch auch ein bisschen Spaß zuzugucken. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, während wir Paz befreien. Chico haben wir jetzt ja schon befreit. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und bis zur nächsten Folge von Metal Gear Ground Zeroes. Hey! You guys need any help? It's one of those freaks! Whoa! No! Oh, this fast healing stuff is gonna come in real handy.